und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Ja, wie ihr vielleicht schon raushört, habe ich wesentlich bessere Laune. Und wie ihr vielleicht schon im Hintergrund erkennen könnt, wir haben uns jetzt etwas Neues aufgebaut. Und da würde ich euch jetzt gerne mal eben durchführen. Und zwar haben wir auch den Standort ein bisschen geändert. Wir sind ja sonst immer... was heißt immer? Wir haben ja beim letzten Mal da oben gestartet. Und zwar ist das ja ungefähr hier gewesen. Da sind wir jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt hier so ein Stückchen weiter runtergegangen und haben jetzt hier unser Lager aufgebaut. Und ich finde von der Optik her das wesentlich schöner als vom alten Standpunkt her. Und zwar ist hier schönes Wasser. Das ist mir persönlich immer sehr, sehr wichtig, wenn ich irgendwo in Spielen oder auch wenn ich es privat machen würde, Häuser baue. Und ja, ich wollte euch jetzt mal so ein bisschen rund führen. Was machst du denn da unten, mein Kleiner? Du solltest eigentlich arbeiten. Aber gut, du bist zur Stromerzeugung hier. Du hast jetzt nicht viel zu tun. Also wir haben wieder alles aufgebaut, was wir vorher auch schon hatten. Die Anubis-Statue, dann was zum Essen machen. Das müssen wir dann auch mit der Zeit noch ein bisschen verbessern. Dann gibt es ja, glaube ich, noch zwei Öfen, die wir noch machen können. Die Glocke haben wir natürlich wieder hingestellt. Dann... das Gebäude, es sieht noch ein bisschen eckig aus, das gebe ich zu. Mal sehen, ob ich das ein bisschen schöner machen werde. Ja, es soll halt funktional sein, ne? Das ist das, worum es jetzt gerade im Moment geht. Hier unten haben wir jetzt erstmal eine Fläche gemacht, wo wir verschiedene Acker hingestellt haben. Wir haben zweimal für Beeren was aufgebaut, einmal für Weizen und einmal für Salat. Ja, und hier... die Kollegin kümmert sich da auch, die Kollegin mit dem bösen Blick, kümmert sich da auch immer ganz brav drüber. Dann haben wir hier schon mal unsere erste Sphärenbank hingestellt. Im Originalstand hatten wir eigentlich ja noch eine zweite, aber dafür müssen wir jetzt noch ein bisschen sparen, weil die sind halt doch ziemlich teuer, muss ich sagen. Hier haben wir extra übrigens zwei von den Treppen hingestellt, damit dann später auch die großen Pals hier hoch können. Da haben wir unsere Betten stehen. Jeder hat so seine eigene Kiste, wo man dann, ja, ich sag mal, so den alten Bogen reintun kann, die alten Klamotten und so weiter, was man so nicht mehr braucht. Dann hier haben wir schon mal ein Notpalbett hingestellt. Hier haben wir noch die alten Betten. Hier ist auch schon mal ein etwas neueres Bett drin. Das hat der Epi mir verschwiegen. Das hat er hier noch in die Ecke reingequetscht, wo es eigentlich gar nicht mehr gepasst hat. Böse, böse. Die Waffenwerkbank, die wird aber dann später noch abgerissen, wenn wir das Fließband davon erbaut haben. Dann bin ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher, was das jetzt hier überhaupt ist. Eine primitive Werkbank. Ich habe absolut keine Ahnung, warum er die primitive Werkbank hier oben nochmal aufgebaut hat, obwohl wir unten die verbesserte Werkbank stehen haben. Aber na gut, soll er mir dann den nächsten Mal erklären. Dann die wieder gesund zu machen hier. Ich komme gar nicht drauf, für Heiltränke und so weiter. Also für Medizin haben wir die Alchemiebank hier stehen. Zum Reparieren haben wir die Bank hier stehen. Und um uns die Accessoires zu machen für unsere Pals, haben wir hier eine Bank stehen. Dann geht es hier leider mit einer einfachen Treppe hoch. Ich weiß nicht, ob wir das noch mit einer Zweiertreppe machen müssen. Hier oben haben wir erstmal nur zwei Palbetten hingemacht. Ich muss mal drauf achten, ob die tatsächlich bis zur dritten Höhe hochgehen. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier erstmal alles ausgebaut, dass wir theoretischerweise da die Betten hinmachen könnten. Ich habe es auch extra hier schön groß gemacht, damit wir sehen, wenn Angriffe kommen, beziehungsweise wenn, wenn was ist, so wie da unten zum Beispiel, der lungert hier neuerdings immer rum. Keine Ahnung, was der hier oben eigentlich genau möchte. Eingeladen haben wir ihn nicht. Also das schon mal vorweg. Ja, dann habe ich mir diesen netten Begleiter hier auch noch geholt. Wir haben einen Generator hier stehen. Wir haben einen, ich komme gerade nicht drauf, wie das Ding heißt. Eine Mühle hier stehen, genau. Dann vom Anfang noch hier einen kleinen Ort, wo die Pals sich zurückziehen können. Wobei das Wasser da eher so ein bisschen güllig aussieht, muss ich gestehen. Hier hinten habe ich jetzt extra mal ein Tor gebaut, sodass wir noch da vorbeikommen. Wobei wir eigentlich immer hier drüber springen, muss ich dazu sagen. Weil von da hinten die Pals irgendwie immer angelaufen kamen. Ich weiß nicht, was die hatten. Die sind so ihren Wanderweg plötzlich durch das Lager hier durchgegangen. Und sind dann immer, ja, immer hier durchgelaufen. Das war doch sehr nervig, gerade wenn man was gebaut hat.
Wir haben mittlerweile wieder zwei von diesen Wool, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Wooly-Pups haben wir zwei von jetzt bei uns in der Base drin. Wir haben auch hier die Phoenix oder wie sie nochmal heißt, haben wir jetzt wieder geholt. Dann haben wir uns jeweils was zum Ei ausbrüten hingestellt. Also im Prinzip das gleiche, was wir vorher auch hatten. Hier was zum Züchten haben wir hingestellt. Das hatten wir vorher auch, aber wir haben es jetzt noch genauso wenig genutzt wie vorher auch. Hier steht übrigens das wundervolle Schild mit Eisenerz. Wundert euch nicht, weil wir haben hier normalerweise so einen großen Klops mit Eisenerz. Der wird aber irgendwie regelmäßig scheinbar abgebaut. Der ist auf jeden Fall nicht mehr da. Und damit wir da nichts einfach drüber bauen, habe ich da mal einfach das Schild hingestellt. Dann haben wir hier noch einen zerkleinerer stehen. Den hatten wir vorher irgendwie gequetscht überall dahinter stehen. Hier haben wir noch eine zweite Weide, wo mittlerweile auch Gold produziert wird. Also der Epi hat so eine Katze aus dem Ei rausgezogen. Ich habe es leider vergeblich versucht. Also hier diese, ich nenne sie mal Kleopatra-Katze. Ich habe es leider vergeblich versucht. Ich war schon in 5 Dungeons mindestens drin. Aber ja, es hat nicht funktioniert. Es sieht immer so seltsam aus, wenn dieses Wooly-Pop die Augen so zumacht. Aber da kommt nichts raus. Das macht es einfach nur, weil es hin und her läuft. Sieht immer so aus, als ob es wirklich am Kacken ist oder so. Wenn die so die Wolle rauspressen, ne, ich weiß ja nicht. Dann haben wir hier einen Steinbruch, wo normalerweise fleißig irgendwelche Pals arbeiten sollten. Ja, wir haben noch keinen guten Ersatz bekommen auf Level 2. Deswegen müssen wir leider unsere Katze hier gerade ein bisschen misshandeln. Sag ich mal. Aber die werden wir doch austauschen. Wir haben auch schon mal ein Wildschwein geholt. Ach, das könnten wir auch mal austauschen, dass wir da mal ein zweites Wildschwein reinmachen. Fällt mir gerade ein. Dann haben wir hier nochmal quasi einen endlos Holzfällerbereich hingestellt. Ich habe auch schon die Passive gebaut. Die hatten wir, glaube ich, vorher auch, um schneller, effektiver Stein zu kriegen. Zwei Hochöfen haben wir hingestellt. Ja, das ist halt doch der kleine Ofen, den wir vorher noch hatten. Den habe ich dann hier ausgetauscht. Und einen Kühlschrank, den hatten wir ja auch schon. Der wird hier irgendwie über einen Meter Entfernung gekühlt. Gut, was zu fressen haben sie ja immer. Das wäre ja sonst auch fies. Da habe ich noch ein Luxus-Wellness-Center gebaut. Ich finde das immer richtig toll, weil immer die kleinsten Pals irgendwie in diesem Wellness-Center drin sind. In der Oase. Und die großen habe ich da bisher noch nicht drin gesehen. Aber gut, vielleicht kommen sie ja noch. Eine verbesserte Werkbank haben wir aufgebaut. Die hatten wir auch schon im letzten, Let's Play, hört sich so komisch an, im letzten Spielstand. Und hier ist noch die alte Sphärenbank. Die werden wir dann auch mal mit der Zeit abreißen, weil im Endeffekt reicht es ja, wenn die da hinten einfach nur noch drin ist. Und ja, damit haben wir dann im Endeffekt auch schon alles. Klingt erstmal nach viel, war auch eine Menge Arbeit, ehrlich gesagt, weil wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir nochmal einen neuen Server gemacht haben. Und wir haben gepowerlevelt, wir haben speziell im Internet natürlich geguckt und mal auf den alten Karten geguckt. Da habe ich mir auch ein paar Screenshots noch von gemacht, wo welche Pals zu finden sind. Und ja, dann sind wir dann dementsprechend dann auch ein bisschen da abgeflogen. Ich kann euch das auf der Karte mal zeigen. Also das ist jetzt natürlich nur das, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich war jetzt hier oben auch schon mal zwei Schildkröten einfangen. Ich musste mir natürlich den Gleiter holen, weil ich den so toll fand. Der Epi hatte den dann wiederum, ich glaube, irgendwo hier in diesem Bereich entdeckt. Zentralsee, alter Ritualplatz. Ja, ich glaube, hier so in dem Bereich waren die Flieger, also die Kroll, irgendwas da, diese Vögel. Hier bin ich auch noch ein bisschen rumgeflogen. Ich habe ja mittlerweile auch einen Flug. Ach, den könnte ich euch noch kurz zeigen, weil den habe ich aus einem Ei rausgeholt. Und den hatte ich vorher noch nicht. Könntest du mal bei mir bleiben? Komm mal her. Mein Kleiner, ich möchte das mal gerne zeigen. Jetzt lauf hier nicht so rum. Der. Ich finde ihn richtig, richtig toll. Und er ist, vielleicht ist es auch subjektiv, aber ich meine, er ist noch mal ein Stück schneller als der normale Vogel. Und er ist ein Elektrovogel. Das heißt, wenn wir uns angucken, was er für Attacken hat. Also den 90er, die habe ich ihm beigebracht. Aber er hat auch Funkenschuss und Elektroschockwelle.
Und ja, ich finde den einfach genial. Er hat übrigens auch Stromerzeugung 2 und schon habe ich auch schon wieder Hunger. Bin ich nicht ideal vorbereitet, um mal ein Video zu machen, sowas aufzunehmen? Und dann ist die ganze Zeit, sind dann hier nur die Mägen am Knochen und weiß ich nicht was. Also ich finde, er ist doch nochmal einen ganzen Ticken schneller als der andere. Und das finde ich richtig, richtig toll. Ich möchte mal ein Erinnerungsbild machen. So. Also so sieht ja dann auch nochmal unsere Base von oben. Ich hoffe, dass mir jetzt gerade die Ausdauer nicht ausgeht, sonst klatsche ich gleich runter. Ja, es sieht halt ein bisschen klobig aus und wir haben angefangen, oben das Ganze schon mal zu ersetzen. Weil, wenn Angriffe kommen, kamen die sehr oft auch von oben. Und dann haben wir das oben alles mit Stein ersetzt. Unten müssen wir dann auch mit der Zeit mal mit Stein ersetzen. Aber wir brauchen jetzt aktuell viel Stein, um was zu bauen. Deswegen haben wir das jetzt unten noch nicht gemacht. Das war jetzt erstmal wichtiger für uns, oben das zu ersetzen. Es ist hier auch alles sehr offen. Also wir müssten theoretisch auch mal gucken, dass wir hier mal so einen Wall drumherum machen. Aber mit den Pals, die wir jetzt gefangen haben, die haben die lustigerweise bisher recht gut zurückgeschlagen. Deswegen, ja, haben wir immer noch, oder bin ich immer noch guter Dinge, dass das eventuell auch so klappt, ohne dass wir jetzt hier einen großen Wall reinmachen. Und ich glaube, ich habe gerade passiv ein Level abgehabt, weil ich jetzt hier drin gestanden habe und nichts gemacht habe, aber meine Pals gut gearbeitet haben. Ja, das ist jetzt erstmal so ein kleiner Zwischenstand. Wir werden dann mit ein bisschen Glück vielleicht schon morgen, also am Mittwoch. Ach nee, da ist der Epi nicht da. Toll, aber mal gucken, wie wir das dann schaffen, weil übermorgen ist eigentlich wieder Trine-Tag. Mal sehen, wie wir das machen. Eventuell nehmen wir dann da auch noch mal ein paar Folgen mit Palworld auf, weil das jetzt alles so ein bisschen blöd gelaufen ist. Also wie gesagt, wir haben extra für euch und für uns natürlich auch indirekt gepowerlevelt. Das war richtig anstrengend. Wir haben versucht, nicht zu viel von der Zuckerwatte essen. Wir haben versucht, ganz viele Pals zu finden und natürlich mit dem Wissen, was wir jetzt haben, auch die Pals zu finden, die wir brauchen. Hat ganz gut geklappt, wenn man sich so in der Basis umsieht. Also wir haben doch schon einige dann auch mit Stufe 2 drin, wobei ich da auch viel Glück hatte, weil hier diesen Pinguin, nee, wie heißt der? Also diesen, ich sag immer Seefahrer-Pinguin hier, den habe ich aus dem Ei gezogen. Da hatte ich richtig Glück mit. Und die Kühe, die habe ich noch geholt. Aber der, ach so, genau, der Vogel war es. Den habe ich auch noch aus dem Ei gezogen, wie gesagt. Und ja, also irgendwie die Level 2er ziehe ich im Moment mehr aus dem Ei, als dass wir es so holen. Aber da ich ja privat um einiges weiter bin, werden wir das dann auch relativ schnell angehen, denke ich mir mal, dass wir die dann auch fangen werden und dass wir die dann auch definitiv einsetzen werden. Was wir aktuell noch händeringend suchen, ist ein Level 2 Feuerpal. Wir wissen nämlich nicht mehr genau, wo der ist. Das heißt, da werde ich nochmal auf meinen privaten Status nochmal zurückgehen, auf meinen privaten Speicherpunkt und werde damals schauen, wo ich die gefangen habe. Und dann werden wir entsprechend auch hier da an der Stelle mal gucken, dass wir die dann fangen. Es gibt ja, also es gibt drei gute Level 2er bzw. Level 3er Feuerpals. Und die brauchen wir auf jeden Fall, weil die sind zwar sehr, sehr schön, die Foxys da, keine Ahnung, wie die heißen, sind mega süß, muss ich sagen, machen auch gute Arbeit, aber sind halt Level 1 und kann sich halt immer noch verbessern. Ja, wie gesagt, das sollte nur ein kleiner Zwischenstand sein. Das nächste Video, was ihr sehen werdet, wird dann ein normales Video sein, wo wir dann auch wieder Pals fangen und so weiter, Bosse klatschen und. Und ja, gucken, was aus den Eiern rauskommt und so weiter. Und ja, ich hoffe, ähnlich happy wie ich, gerade aktuell. Und ich sag dann einfach mal, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.